Alter, damit hält man das wirklich aus. Das ist ja geil. Damit halten wir wirklich ein bisschen was aus. Immer klar, wir könnten damit jetzt auch durchtanken, ne, wenn wir immer ordentlich abwehren. Dann kann Havels Rüstung für uns schon was. Aber wir wollen ja damit auch ordentlich schnell sein, ne? Mein Gut, der ist ein bisschen... So viel langsamer ist man jetzt nun. Wäre doch eigentlich schon. Eigentlich ist man sehr viel langsamer. Oh, da hinten ist ein Ziegendämon. Ich gehe mal in die Richtung. Für so einen Ziegendämon müssen wir schnell sein. Hier scheint es viele Dämonen von früher zu geben. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir da rauf? Komme ich gar nicht rauf. Das ist... Scheiße. Scheiße. Oh, mir kommen da ein paar Würmchen hinterher. Ja, dann kommt mal. Da muss ich gleich erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Kann ich eigentlich Havels Schild schon tragen? Stärke 50, scheiße. Die Frage ist, wie viele Level schaffen wir noch, bevor das Spiel zu Ende ist? Ich meine, wir müssen ja nur noch die Fürstenseelen da sammeln. Und dann kommen wir zum Endgegner, oder? Zum letzten. Da nicht hoch. Warum nicht? Jetzt muss ich wieder darunter laufen. Tut mir leid, Leute, aber ich will an das Item ran. Was hat das Ding eigentlich für eine Feuerresistenz? Ist schon gut. Was hat das an 54 Feuerabwehr? Da kann auch keine andere Rüstung mithalten. 58 Feuerabwehr.
Wie viel wiegen wir jetzt? Das sieht auch aus. Bingo Bongo! Ich bin ein Bingo Bongo! So springt er auch höher? Oder täuscht das jetzt, weil ich, wie geil war das denn? Ist das jetzt nur, weil ich bergab bin, dass ich höher springe? Ich glaube schon. Bingo Bongo! Ich möchte jetzt ungern eigentlich, klar, wir könnten jetzt die Chaosglut wegbringen, aber ich möchte ungern wieder in die Katakomben momentan. Weil ich weiß, da geht's zu Nito, dem Grabfürsten, und ich glaube, der ist ein bisschen schwer. Glaube ich. Habe ich gehört. Also eigentlich nicht. So, gibt's eine Möglichkeit darüber? Von da komme ich nicht mal so weit. Alter, das ist doch ein Witz. Ich will das haben. Ich will. Aber gut. Ich werde mal nach der Aufnahme gucken, wie man das kriegt. Ich werde es mir jetzt nicht mehr holen. Ich werde jetzt die Seelen holen. Und gucken wir mal, dass wir ein bisschen weitergehen. So, gehen wir weg hier. Bingo Bongo! Dann werden wir auch wieder eine andere Rüstung anziehen. Kann ich gleich machen. Hier den schönen Ornsteinhelm. Ornsteinrüstung. Die gefällt mir, die Rüstung, und daher bleiben wir dabei. Tja. Wir können ja mal wieder hier eine Nachricht schreiben. Ah, ne, hier vorne eine Nachricht schreiben bringt ja auch nichts. Oh, wir haben... Ach, das war das vorhin. Ich habe einen Flakon gekriegt. Hat jemand die Nachricht bewertet? Das ist cool. Passiert ja leider nicht so häufig. So. Gut, dann gehen wir mal da vorne gucken. Ich kriege ich noch. Ich meine gelesen zu haben, dass hinter diesen Taurus-Dämonen nämlich eine Feuerhüterseele ist. Wäre scheiße, wenn wir die nicht kriegen. Deswegen würde ich so unbedingt an das Item ran, weil ich wissen will, was es ist. Die andere Sache ist, wir haben noch nie einen Ziegendämon im Nahkampf besiegt. Wir haben den mit Tricks besiegt. Okay. Nice, da ist er. Ich hab ihn platt gemacht, du kleine Nutte. Menschlichkeit. Lava. Okay. Ist nicht dein Ernst.
Spawnen die neu? Wenn ich sterbe? Ich könnte jetzt natürlich so lange schießen, bis sie tot sind. Ich habe genug Pfeile. Wobei, ich glaube, ich schaffe auch zwei von denen. Das ist mir zu öde. Ah cool, es kommt nur eine. Aua. Du Homo. Hier wäre der Speer jetzt angebracht. Weil die Wand ist einem echt im Weg. Ob ich mich hier einfach runterfallen lassen kann. Werde ich wohl müssen. Okay. Ein paar Schläge und die sind down. Ist mir auch recht. Alter, wäre der andere damals auch so einfach gewesen? Okay, da hatten wir aber weniger Platz. Wobei. Na gut, der Raum hier ist länger. Muss man zugeben. Ich hoffe, dass sie nicht neu spawnen. Wenn ich ehrlich sein soll. Das ist eine miese Attacke. Ah, da ist eine Treppe. Muss ich mich nicht runterfallen lassen. Was zum Teufel bist denn du?
Hä? Was war das? Fettes etwas. Gelobt sei die Sonne. Seele eines Krieges. Was? Was ist das für ein fetter Wurm? Boah. Unter dem ist ein Leuchtfeuer. Dich Würmchen mache ich fertig, ist mir egal wie, unter diesem Leuchtfeuer. Piu. Zum Glück haben wir ein bisschen Magie. Ich glaube, für das Siegschwert müssen wir auch mal ein bisschen Intelligenz... Vor dir, Leuchtfeuer, habe ich auch gesehen. Heilige. Cool, dann werden wir gleich sehen, ob die Ziegendämonen neu spawnen. Leuchtfeuer entzündet. Die Frage ist, kann man sich hier hin teleportieren? Ich will eigentlich mein Speer reparieren. Okay, das ist eine Statue. Wir gucken erstmal weiter. Da ist noch eine! Lässt du das jetzt wohl mal sein? Okay, die Ziegendämonen scheinen auch nicht... Achso, ich sehe die gar nicht. Doch, da. Nee, die scheinen auch nicht neu zu spawnen. Das gefällt mir. Oh oh. Du kommst mir gerade ungelegen. Mal noch mal zu. Ich muss noch mal heilen. Du bist mir gerade ein sehr nerviger Kollege. Ein sehr nerviger Kollege. Alter Fick. Da sind noch mehr. Alter, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich muss meinen Speer reparieren gehen. Ich mache ihn aber noch fertig.
Du Mistvieh. Alter. Da hinten muss noch was sein. Oh, dieser Wurm, ne? Ah, da ist auch noch ein Ziegendämon. Da bin ich fast reingerannt. Alter, was das hier jetzt nicht mittlerweile alles gibt? Ich muss gleich einen Aufnahmestopp machen. Ich muss noch die Folgen von letzten schneiden. Soll halb Nacht schön schneiden. Die Frage ist, wenn ich durch dieses große Nebeltor da gehe, bin ich gleich beim Bossgegner oder kommt da noch eine Welt? Grüne Scherbe, nice. So, jetzt muss ich hier erstmal... Hey Ziggy! Schlimm ist, ich kann mich nicht heilen. Ja. So viel dazu. Och Gott, meine Freunde, ich würde sagen, ja. Mit diesem netten Kampf beenden wir die Aufnahme. Ziggy ist noch da, ne? Ich sehe meine Items. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hat mich auch gefreut, dass ihr dieses Mal zugeschaut habt. Und ja, beim nächsten Mal räumen wir hier weiter auf und dann werden wir wohl da vorne durch das... Nebeltürchen gehen. Vielleicht ist das für mich schon morgen. Für euch wird es auf jeden Fall schon morgen sein. Wir müssten mittlerweile auch im neuen Jahr angekommen sein. Also nochmal offiziell an alle guten Rutsch, gesundes neues Jahr, meine Freunde. Ja, macht was aus diesem neuen Jahr und mal gucken. Vielleicht haben wir noch ein Jahr gemeinsam zusammen Spaß. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier nicht einfach aufhören werde, Let's Plays zu machen und ja, wir sehen uns damit beim nächsten Mal. Und bis dahin, meine Freunde, würde ich einfach mal sagen, haut rein. So, meine Freunde, willkommen zurück hier zu Let's Play Dark Souls. Wo wir in der letzten Aufnahme den Höllendämon besiegt haben. Und... ich glaube, ab jetzt werde ich auch wieder Folgen an- und abmoderieren. Das heißt, dieses hier wird noch zu der letzten Folge gehören, wo ich gesagt habe, wir müssen schon im neuen Jahr sein. Das war falsch. Ja. Wir sind noch längst nicht im neuen Jahr. Heute ist nämlich Donnerstag, wo diese Folge normalerweise rauskommt, falls nicht dazwischen kommt. Das heißt, wir haben noch gute 2 Tage. Und naja, die wollen wir natürlich auch nutzen. Und ja, die nächsten 7 Minuten werden an der heutigen Folge noch dran sein. Und ja, dann wird diese Aufnahme die neuen Folgen einleiten, inklusive die Neujahresfolgen. So, kaputt. Ich wollte mir das Ding da angucken. Das sieht aus wie so ein... cool, da ist so ein toter Wurm. Nice. Gefällt mir. Wieso ist da wieder ein Taurus-Dämon? Den habe ich doch getötet. Bitte sag mir nicht, dass die jetzt neu spawnen. Alter, das wäre der Shit.
Ganz ehrlich, das reicht schon, wenn ich die einmal töten muss, aber wenn ich jedes Mal neue aufs Neue töten soll, da kriege ich doch ein Ding zu viel. Da werde ich bekloppt im Kopf. Vor allem, wenn hier noch so eine scheiß Statue vorher rumlaufen. Der muss ja neu gespawnt sein. Ich habe den ja letztes Mal getötet. Alter, das ist doch Kackies. Yeah! Alter, der ist ausgewichen. Du Homo. Du Homo. Das Beschissenste ist, ich habe nur noch 5 Tränke. Okay, wenn ich das richtig sehe, sind hier noch 3 Taurus-Dämonen. Die anscheinend immer wieder neu spawnen. Heißt, wir können gut farmen. Die geben ja 1200 Seelen. Problem ist bloß, wenn wir sterben, sind die da weg. Und das sind, glaube ich, schon wieder 9000 Seelen, die da lagen. Fuck, ich hasse diese Viecher, ganz ehrlich. Kann ich den... Nein, den kann ich nicht nutzen. Oh Gott. Er hat den Pfeil noch im Kopf. Mein Vorteil ist, im Gegensatz zur letzten Aufnahme bin ich diesmal ein bisschen fitter, weil die Aufnahme ja gerade erst angefangen hat. In der letzten Aufnahme habe ich ja schon, weiß ich nicht, eine Stunde damit verbracht, die anderen 7 zu töten. Hätte ich doch nur nichts gesagt. Die Seelen da drüben sind dann weg. Schöner Scheiß. Oh, das ist zum Kotzen. Jetzt kriege ich wieder den Frosch im Hals, natürlich. Alter, das ist ein Hydra-Wurm. Oder so eine Art Klaffdrache. Gerade kann ich gar nichts mehr, muss ich gestehen. Aber ich muss auch diesmal gucken, wenn ich zu doll huste, dass ich das rausschneide. Denn ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikrofon. Eben hat das nämlich keine Stimme aufgenommen. Und die Ziegendämonen spawnen auch wieder. Oder liegt das daran, weil ich ausgemacht habe? What the fuck? Wo kommt denn der? Wo kam der denn jetzt her? Das heißt, selbst wenn ich jetzt zurück wollte, könnte ich nicht zurückgehen. Jetzt will ich wissen, wo der Fettsack herkam. Ey, das ist doch ein Witz. Die ganze Zeit ist hier nur einer, ja? Und dann drehe ich mich einmal um, da kommt ein zweiter. Du kannst mir nicht sagen, dass das eine... Das ist tatsächlich einer von dort. Oh Gott! Nervige Viecher! Nerviger als alles andere in diesem Spiel. Boah, der Frosch im Hals, der geht mir sowas auf den Keks. Ja, und wir haben noch eine Minute, bis die Folge zu Ende ist. Jeha, Mann, geht gut. Das ist der Nachteil vom Folgen an- und abmoderieren. Ich muss auf die Zeit achten. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schnappen wir uns da drüben diese Taurus-Dämonen, den Ziegendämon, und ja, gucken uns mal an, was da noch so rumliegt. Und dann geht's da durch dieses Tor
Ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und dafür verbeuge ich mich natürlich für euch. Und bis dahin, haut rein.